Leute, der Fuckboom hat es getan. Skibbity Toilet 67 Part 2 ist draußen. Mir sind fast die Augen aus den Augenhöhlen gefallen, als ich das gesehen habe. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, Leute. Es ist erst kürzlich her, als wir uns Episode 67 Part 1 angeguckt haben. Und jetzt, Leute, schauen wir uns Part 2 an. Los geht's. Alright, Leute, wir schauen rein. Skibbity Toilet 67 Part 2. 1 Minute 21. Das Adrenalin kickt, Leute. Und wir gucken mal. So, schauen wir mal, was abgeht. So, gegen den Scientist. Er lacht. Und wir wissen, die zwei Titanen stehen ihm gegenüber. Und ich bin gespannt. Was wird passieren jetzt? Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin so ultra gespannt. Oh, Junge. Oh, oh, oh. Einmal rein. Jawohl, sehr nice. Oh mein Gott, was hat er denn da? Jetzt ist ihm einfach die Waffe abgefault. Das gibt's doch nicht. Yo, das ist das erste Mal seit langem, dass er seinen Laser wieder nutzt. Oh mein Gott, wir brauchen hier noch andere Geschütze. Wo ist Titan TV Man? Wo ist Titan TV Man? Wenn man ihn braucht. Glitch Cameraman, da war er dann. Dahin. Oh, ins Auge rein! Oh nein, da ist er! Wir wussten es! Der G-Man! G-Man ist... Ja, er war nicht echt, den sie besiegt haben. Wir wussten es ja eigentlich. Ach du heilige Mutter Maria. Nein. Nein, 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 nein! Er killt sich selbst! Wait a minute! Moment, stopp! Okay, wir müssen nochmal... Moment, wir gehen nochmal zurück. Wir schauen uns das nochmal an. Wo ist Titan TV Man? Wo ist Titan TV Man? Oh, Junge. Oh, Junge. Der arme Titan Cameraman. Okay, wartet. Ich muss mir das hier nochmal kurz angucken hier. Okay, Moment. Also er hat ihm hinten einen reingehauen. Ich schaue gerade im Hintergrund, ob ich irgendwas sehe, was man vielleicht hätte übersehen können. Aber was zur Hölle ist das denn bitte? Das ist ja eine richtige Alien-Waffe, ist das. Also mal for real. Und ihr seht auch, da fällt sofort die Waffe ab. Was ist das hier oben? Was ist das da oben? Wahrscheinlich nichts. Nur irgendeine komische Kommandozentrale oder sowas. Aber da auch nochmal. Der hat doch so... Der hat doch Waffen, die sind doch von einer anderen Welt, oder? Was ich noch nicht so ganz begriffen habe, ist, warum fällt der... ab vorne. Und was hat das für einen Sinn? Der geht einfach down. Er geht einfach down. Aber er hier, um uns das mal ganz genau anzusehen, der hat einige Upgrades bekommen, der Gute, ne? Also ich meine, guckt euch das mal an. Der hat einige Upgrades bekommen. Er schaut zwar gerade nicht so gefährlich aus, sieht gerade eher aus wie eine Oma beim Kaffeekränzchen, die sich über die neue Sonntagszeitung freut, aber irgendwie. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Dann hat er ihn weggeholt. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum der Lautsprecher abfällt. Und da oben hängt sein Auge raus, oder ist das von Titan Cameraman? Und was ist das eigentlich hier? Das erinnert mich an Alien. Wisst ihr, wo... Also, Was hat er hier... Was hat er hier gemacht? Das verstehe ich nicht. Ach, er hat ihm die Schutzlinse abgezogen, jetzt mit diesem Ding. Hier seht ihr, das ist die Schutzlinse, die der Beobachtende gleich selber aufsetzt, um nicht zu sterben. Aber er hat sie ihm runtergezogen. Jetzt verstehe ich das, okay. Man muss immer genau hinschauen und analysieren. Okay, und er bringt ihn jetzt dazu, hier eigentlich quasi Selbstmord zu begehen, indem er sich einfach seinen Kopf selbst abschneidet. Und wenn man jetzt anhält, sieht man ja eigentlich schon, also der muss jetzt tot sein eigentlich. Titan Cameraman, Leute, ist tot. Zumindest würde ich das jetzt mal behaupten, weil das hier auf jeden Fall nicht mehr gesund ausschaut. Das sieht nicht so aus, als würde der hier leben. Also nach dem. Das, was hier explodiert, sieht aus wie eine elektronische Halsschlagader, die gerade in Luft aufgeht. Also kann ich wenig Hoffnungen machen. Das hier sieht aus wie eine Heuschrecke, die irgendwie dran klebt. Ist auch ein lustiges kleines Detail. Und hier am Ende, wartet mal, ich will hier noch zur letzten Szene. Man sieht hier auch direkt eigentlich, dass der Kopf schon abfällt, oder? Wartet mal, ich will mal hier auf langsam machen. Wiedergabegeschwindigkeit machen wir mal hier auf 0,25. Ja, habt ihr das gesehen? Also
Der kann nicht mehr leben eigentlich. Wo ist aber Titan Speakerman? Der ist irgendwo abgestürzt. Moment. Da hinten hier. Zack, weggeschossen. Dann hat er hier auf ihn geschossen. Das ist nochmal Titan Speakerman. So, Titan Speakerman, wo bist du? Warum hilfst du deinem Kollegen nicht? Okay, weil er hinten liegt. Meint ihr, er ist auch tot? Also, ich weiß nicht, die Explosion sah auch ziemlich krass aus. Aber Titan Speakerman ist schon mal in einer Explosion aufgegangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ist auch nicht dran gestorben. Oh, Leute, aber es sieht echt nicht gut aus. Also, die Scientist-Toilette ist schon sehr, sehr stark. Ich würde sagen, die beste Variante ist jetzt tatsächlich nochmal, dass wir uns die vorherige Folge nochmal angucken. Dann haben wir das nämlich zusammen hier. Es gibt die Toilette 67 in einem. Komplett, nur von hinten nach vorne. Aber die ziehe ich mir jetzt auch nochmal gerne selber nochmal rein. Und dann gucken wir mal, vielleicht sehe ich da nochmal irgendwas, aber... Ich glaube eher nicht, aber echt krass, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Titan Cameraman ist tot, Leute. Damit müssen wir uns wohl oder übel abfinden, schätze ich mal. Repariert werden kann er vielleicht, aber der Kopf, der hält nicht. Das kann ich euch sagen. Der hält nicht. Heftige Folge auf jeden Fall, Leute. Wir gehen rüber in Part 1 von Episode 67. Okay, wir fahren... Oh, was ist das denn für ein Schlachtfeld? Wir fahren in einem Humvee oder in so einem Transportfahrzeug. Kameramänner, die weglaufen. Kamerahelikopter. Kaputter. Oh, und aufgespießte Kameramänner. Ich glaube, da war auch ein Large-Kameraman am Boden. Oh, eine Polizistentoilette. Ey, warte mal, Moment. Seht ihr die Toiletten da im Berg? Ich glaube, wir sind an der Hauptbase von den Toiletten. Kann das sein? Das sieht so aus. Und die Musik ist auch so drückend. Die ist nicht... Die ist nicht so mächtig. Die ist eher so ein bisschen ruhiger. Oh, nee, der hat in der Schulter jetzt sein Ding... Oh! Ach du meine Güte, mit Säure. Ach du heilige Mutter Maria, was ist das denn jetzt wieder? Oh ja, da ist er mit einem Arm. Die Titans sind gar nicht tot. Ich hab's gewusst. Einige von euch haben mir geschrieben, dass die Titans tot sind. Und ich habe gesagt, dass das Quatsch ist. Weil man gar nicht gesehen hat, dass die Titans tot sind. Das war Scam, Leute. Wie ich es gesagt habe, das mit dem Tablet war Scam, Freunde. Ich blende euch das nochmal ein hier. Habt ihr den Rocket Launcher Helikopter schon? Oh ja, diese Ego-Ansicht, die liebe ich. Das ist das Allercoolste. Oh, das ist Propaganda. Oh, das ist Propaganda, oder? Dass sie die Titans zerstört haben, das stimmt gar nicht. Skibidi, skibidi, skibidi. Ja, das ist doch ein Scam, ne? Das muss ein Scam sein, oder? Das muss ein Scam sein. Wir wissen, dass die beiden nicht tot sind. Wir wissen, dass Titan, Kameramann... sehr geschädigt ist, dem fehlt ein Arm, der ist ein bisschen sehr kaputt. Titan Speakerman wüsste ich nicht, dass der down ist. Und wo ist überhaupt Titan TV Man? Wo gammelt der überhaupt rum? Der dürfte sich langsam auch mal erholt haben. Das war Scam, wie ich gesagt habe, Leute. Glaubt mir auch mal was. Ihr dürft mir ruhig mal glauben. Ihr dürft mir ruhig mal auch zur Abwechslung mal was glauben. Und er hat auch einen neuen Arm hier bekommen. Diese Toilette hier mit der Säurebombe da am Arm oder mit diesem Säuretank ist auch nicht so nice. Wo ist Titan TV Man? Wo ist Titan TV Man? Oh nein. Oh, er ist mit dem Jetpack weggeflogen. Oh nee, der Allerechte. Der Allerechte. Oh, er zeigt ihm, dass er tot ist. Ich hab's aber gewusst, Leute. Ich hab's gewusst. Ich hab gesagt, dass die nicht tot sind, Leute. Warum sollten die Titans auch tot sein? Man hat's gar nicht gesehen. Ja, der eine hat ja den Arm nur abgeschnitten bekommen, der andere ist weggeflogen. Und dann hat er nur so gemacht. Die waren nicht tot. Die waren nicht tot. Wir gucken jetzt nochmal rein. Wir gucken nochmal durch. Ich möchte mal sehen, ob wir irgendwas hier finden. Irgendwelche unklaren Sachen. Also wir sehen hier sehr viele... Kameramänner tot, das heißt, hier hat schon eine heftige Schlacht gewütet. An was mich das ein bisschen erinnert, ist aber auch die vorherige Location, die wir hatten. Die war so ähnlich, ne? Auch in der Wüste und so weiter, aber man sieht hier oben auch die Toiletten. Das heißt, definitiv ist das die Basis der Toiletten, die Hauptbasis der Toiletten. Hier ist auch noch irgendeine Lagerhalle und wir sehen hier sehr, sehr viele Tote. Ah ne, das sind gar nicht Kamera, das sind Speaker, oder? Das war ein Speakerman, glaube ich. Das ist ein toter Speakerman. So, ich weiß nicht, die laufen weg. Hier haben wir eine Kameratoilette, die kaputt ist. Und hier haben wir aufgespießte. Einmal wieder Kamera.
Und das hier dürfte so eine so ein Large Speakerman oder Large Cameraman sein. Ach, die schießt hier aus diesen Kanonen. Das war mir noch, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die gab es ja in der vorherigen Folge, glaube ich, schon. Oder in den Folgen davor. Ich habe gar nicht gewusst, dass die solche Dinger schießt. Das ist mir das aufgefallen. Manchmal entdeckt man immer Neues. Und guck mal, was der hier am Raketenwerfer dran hat. Hier unten das Atomsymbol. Was auch immer das bedeuten soll. Es ist aber nur an dem. An dem ist es nicht. Okay, gut, den hält er auch andersrum. Aber an dem hier ist irgend so ein komisches Symbol. Also ich denke nicht, dass das irgend so 0815 Raketenwerfer ist. Das ist schon was Besseres. Und was wir auch sehen, ist hier vorne, hier das Tor. Seht ihr das Tor? Steht da was drauf? Ist das eine Toilette? Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht erkennen, leider. Aber es ist auf jeden Fall eine Basis im Berg drin, das kann man schon mal sagen. Aber du bist jetzt leider gleich tot. Die Einheit ist jetzt aber neu von den Toiletten, ne? Also die ist neu. Die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Was ist eigentlich passiert, dass die keine Brillen und keine Kopfhörer mehr dran haben? Also wann ist das passiert, dass die Kameramänner das nicht mehr einsetzen? Lautsprecher und so weiter, die nicht hören können und so weiter. Seit wann machen die das nicht mehr? Hab ich da irgendwas verpasst? Oder habe ich es jetzt einfach gerade nicht im Kopf? Er ist aber, das dürfte, ich weiß nicht, ob das direkt nach der Schlacht ist. Die waren ja nicht bei den TV-Männern in dieser Geheimbasis. Guck mal, da oben funkt's überall. Also der scheint ziemlich kaputt noch zu sein. Die Frage ist nur, warum er seinen Arm jetzt einfach hier so rauslassen kann, wo so ein Sägeblatt dran ist. Konnte der das schon immer? Nee. Da hat er eine ganz normale Hand, der Dude. Und der hat jetzt schon am Kopf, ah, warte mal, Moment, stopp. Stopp, ich bin ja blöd. Es ist mir nicht aufgefallen, lol, nee, stopp. Der hat ihm das rausgezogen und sich einfach reingesteckt in den Arm. Schaut mal, und das ist das, wenn man das beim ersten Mal sieht. Das Offensichtlichste fällt mir nicht auf. Was ist los mit mir? Okay, das ist krass. Also er hat sich einfach mal kurz eine Waffe gebaut. Einfach mal so, zack. Einfach mal so. Der Allerechte. Ich wollte gerade sagen, die Toilette hatte gerade einen Schutz vorm Gesicht. So eine Schweißermaske. Das Ding ist selbst jetzt durch die Säure kaputt gegangen. Habt ihr gesehen, der Kopf war rot. Schaut mal, warte. Moment. Ich bin blöd. So, hier, seht ihr das? Die verätzt sich gerade selber. Bei ihm steckt auch so ein Pfeil drin, sag ich jetzt mal, so ein Bolzen. Okay, und er ist halt übel. Er ist halt übel, ne? Ich glaube, wir haben den noch nie kämpfen sehen, oder? Haben wir ihn schon mal kämpfen sehen? Ich glaube, er ist der Allerkrasseste. Und was ist mit G-Man? Wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass diese G-Man-Toilette nicht echt war, ja? Das sehen wir ja schon. Ich meine, wir wissen nicht, ob schon immer in G-Man eine kleine Toilette drin war. Wir wissen das nicht. Also das könnte schon sein, dass G-Man immer schon eher so ein, ja nicht ein Roboter, aber doch ein Roboter war und innen drin eine kleine Toilette saß. Wisst ihr es? Man hat nie irgendwie was anderes gesehen. Keine Ahnung, es kann sein. Das heißt, eigentlich müsste er dann jetzt hier der Stärkste sein. Und wenn nicht, ist er wahrscheinlich trotzdem der Stärkste, aber dann kommt auch noch G-Man. Keine Ahnung, wo G-Man ist. Wie gesagt, werden wir wahrscheinlich noch sehen oder auch eben nicht. Vielleicht ist er wirklich tot. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Sein Grinsen ist extremst verstörend, Leute. Extremst verstörend. Und ich denke, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich bin wirklich gespannt, Leute, wann der Part 2 von Skibidi Toilet 67 rauskommt. Aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich heftig. Ich bin jetzt kurz nur in der vorherigen Folge, in der Skibidi Toilet 66 Folge, weil ich kurz mal schauen will. Aber wenn ihr euch das mal so anschaut, die Kameras gehen hier, glaube ich, immer näher zur Base. Denn wir haben hier ja schon ein Lager, wo Toiletten drin sind. Und wir sehen jetzt hier im Hintergrund auch schon die Berge. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, die Location von Folge 66 trifft auf die Location von Folge 67 zu. Die nähern sich quasi einfach der Hauptbasis. Deswegen ist hier eine riesengroße Schlacht im Gange. Das sage ich jetzt einfach mal. So dürfte das sein. Und
Das war halt hier vielleicht einfach an einer anderen Position des Schlachtfelds. Und wir haben jetzt gerade an einer anderen Position des Schlachtfelds die Folge 67 gehabt. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt mir gerne mal, was ihr von G-Man haltet und wann ihr denkt, dass Titan TV-Man kommt. Ich denke, der wird auf jeden Fall maximal alles rasieren. Leute, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Reaction. Schaut gerne mal bei Tower Defense in Roblox vorbei. Das Spiel ist richtig nice. Auch für Nicht-Roblox-Fans als Tower Defense-Spiel ist das wirklich ziemlich cool gemacht. Schaut da unbedingt mal vorbei, das lohnt sich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in dem nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.